160 Euro für eine Flasche Champagner, es braucht kein Mensch, aber es ist halt schon verdammt geil. Okay, Freunde, also ich war eigentlich heute bei Moët Hennessy in Düsseldorf für ein Champagner-Tasting eingeladen. Erstmal nichts Wildes, kein Shoot. Anscheinend habe ich das ein bisschen falsch verstanden. Jetzt habe ich gerade eine Mail bekommen und wenn das so wirklich passiert, dann wird es richtig wild. So, ich rufe jetzt hier gerade nochmal die Anki an, weil ich kann das mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen. Irgendwie habe ich das komplett falsch verstanden. Ja? Ist noch eine Tour durch Düsseldorf geplant, oder wie? Okay. Nee, habe ich nichts dagegen. Absolut nicht. Okay, nee, aber gut. Aber wir treffen uns um 12 Uhr im Riva. Passt. Bin gespannt, was es heute wird. Ich muss jetzt nochmal schnell den Noah anrufen. Der ist vor einer halben Stunde losgefahren, weil wir gestern hier geshootet haben. Ein bisschen schick machen. So kann ich ja nicht gehen. So, bitte, Noah. Servus. Noah, bist du noch auf dem Heimweg gerade? Ja. Wir wollen heute noch einen richtig geilen Vlog machen. Ja, klar. Bis gleich. Ciao, ciao. Kommt auch schon. So, ein Fenster runter machen, der Kollege. So, Kickdown Richtung Düsseldorf. Und jetzt was? Nur richtig geil, dass es geklappt hat. Ich glaube, wir planieren uns heute einfach mal so richtig. Es wird eine seriöse Veranstaltung. Hey, in Düsseldorf angekommen, jetzt geht's ins Riva. Hallo. Oh, da geht's doch los hier, oder? Nummer 1, Vintage Moët. Sehr genehm, der Herr. Da bin ich jetzt echt gespannt. Habe ich noch nicht probiert. Ist auch tatsächlich der ganz neue Jahrgang. Ist jetzt, vorher war 12, oder? Nein, es war 2013. Gerade wirklich ganz frisch umgestellt. Also du bist auch, glaube ich, jetzt mit einer der ersten. Ach, krass. Verköstigt. Krass. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Auf einen schönen Tag, würde ich sagen, in Düsseldorf. Ganz schön. Haust einfach mal alles in die Mitte. Oha. Jetzt geht's hier nämlich schon richtig los. Ein kleiner Mittagssnack. So lässt sich leben, oder? Cheers. Und das hier ist übrigens Anki. Cheers. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Das Coole finde ich bei Champagner, generell bei gutem Schaumwein, ist halt, dass das wirklich dass man das zu sehr vielen Gerichten irgendwie kombinieren kann. Das will ich nämlich jetzt auch nochmal gerade zeigen. Weil das ist jetzt Moët, aber ein Jahrgangschampagner, das kennen viele Leute gar nicht. Was ist denn der, sag ich jetzt mal für die Zuschauer, der Unterschied zwischen normalem Moët und dem jetzt? Also wir haben hier, wenn wir ein Jahreschampagner haben, sind das immer die Trauben aus dem bestimmten Jahr. Hier haben wir jetzt die Trauben, die das, nur aus dem Jahr 2015 Was eigentlich bei Wein normal ist. Aber in der Champagne ist es ja eigentlich fast eher normal, dass man verschneidet. Ja, genau. Ja, genau. Also das ist dann die sogenannte Assemblage, das heißt für eine normale Cuvée, also wie ein Moët Chandon Brut Imperial, werden eben sehr, sehr viele verschiedene Grundweine miteinander verschnitten, damit der jedes Jahr gleich schmeckt. Was eben auch eine hohe Handwerkskunst ist, das so hinzubekommen. Das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil bei der Herstellung von Champagner, dass der eben in der Flasche gegärt ist und eben in der Flasche hergestellt wird. Das heißt, man nimmt halt den Grundwein mit der Hefe und legt den sozusagen dann in die Flasche und so entsteht die Perlage. Also und es wird schön, ein zweites Mal eigentlich die noch verbauen, schön, genau, Bubbles, die wir hier sehen, die sind halt nicht irgendwie hinzugefügt worden hinterher. Und das ist eben auch ein sehr, sehr großes Qualitätsmerkmal. Und hier ist es eben dann vom Kellermeister auch die Entscheidung, mache ich in dem Jahr ein Vintage oder nicht. Dom Perignon zum Beispiel ist immer ein Vintage. Freitags 13 Uhr im Riva. Dom Perignon P2 gezündet. Was geht jetzt ab? Das ist der René, Besitzer hier vom Riva. Und ja, die haben gerade die P2 aufgemacht. Auch mit, ich würde schon sagen, mit das Beste an Champagner, was man trinken kann. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Der Noah, da sagt er nicht nein. Da sagt er nicht nein. Nee, gefällt ihm. Riva sind wir durch. Essen war top. Die Flasche haben wir nicht ganz geschafft. Jetzt geht es aber schon direkt weiter. Es geht hoch hinaus. Ich bin sehr gespannt. Oha. Das ist schick. Das Video-Setup in der nächsten Location steht und da hinten erblicke ich doch schon die nächste Flasche. Ja. Was trinken wir denn jetzt Schönes? Ich würde vorschlagen, ein Fläschchen Ruinart Rosé. Wenn ich... Ach, das hört sich doch vorzüglich an. Sehr, sehr schön. Habe ich tatsächlich auch noch nicht probiert. Hauptsache es schmeckt nachher. Ja. Das sieht doch so durstig aus, oder? Läuft, oder was? Läuft. Ja, neue Location, neuer Champagner. Also mein erstes Mal jetzt Ruinart Rosé. Ja, cheers. Ja, cheers. So, Klaus, cheers. Lass es uns schmecken, ja?
Wahnsinn. Und auch eine schöne Farbe, oder? Wenn man sich das mal voll. Also es ist auch wirklich. Ne? Ja, macht Spaß. Würdest du sagen, dass Rosé-Champagner noch mehr ein weibliches Publikum anspricht? Das hat sich wirklich in den letzten Jahren komplett gedreht. Also okay. Der Rosé-Hype ist wirklich ungebrochen. Vor allem auch Ruinart-Rosé, weil er eben auch natürlich eine gewisse Stärke ja auch hat durch den Pinot Noir. Und eins muss man ja sagen, hier ist ja jetzt Chardonnay Pinot Noir drin. Normalerweise. In der Weinwelt ist es ja ein absolutes Fauxpas, jetzt zu sagen, oh, ein Rosé, was machen wir da? Machen wir hier einen Spätburgunder und einen Riesling, mischen wir zusammen und kriegen wir ein Rosé. In der Champagne ist das ja normal, ne? Also hier, das ist auch die einzige Region auf der Welt, in der das erlaubt ist. Ist eigentlich verrückt, ne? Das heißt, hier ist jetzt ein komplett roter Pinot Noir Grundwein drin und halt und ungefähr 45% Chardonnay haben wir hier drin. Ja. Das ist für einen Roséwein schon sehr viel. Dazu muss man aber sagen, dass Chardonnay eben eine sehr, sehr bedeutende Rolle im Hause Ruinart hat. Also einige Champagnerhäuser haben sich eben auf eine der drei Trauben in der Champagne spezialisiert. Und beim Hause Ruinart ist es eben ganz klar immer die Chardonnay-Traube. Deshalb auch eben Blanc de Blanc von Ruinart ist eben dann wirklich auch 100% Chardonnay. Ist der Blanc de Blanc ja eigentlich dann eigentlich der Ruinart Champagner, oder? Genau, also man sagt auch sogar zum Blanc de Blanc, es ist das goldene Herz der Champagne. Okay. Genau, es ist dann wirklich eine große Kunst. Das wurde eben wirklich über die Jahrhunderte hinweg, wurde das eben perfektioniert. Ruinart ist ja auch das älteste Champagnerhaus der Welt, wurde 1729 gegründet. Und da gab es jetzt sehr viel Zeit, das eben wirklich zu perfektionieren. Anki, ich finde, wir müssen jetzt einfach nochmal anstoßen auf diesen Freitag. Zum einen, wenn man das trinkt und sich bewusst macht, die Geschichte dahinter, diese Tradition, kann man das irgendwie auch nochmal ganz anders wertschätzen. Und das dann hier in der Location so unfassbar schön, das muss man irgendwie auch nochmal zeigen. Den Noah natürlich auch und den Klaus, der uns hier heute filmen lässt, eingeladen hat. Seit wann hast du das Restaurant jetzt hier? Ich bin im Como, seitdem es das Como gibt. Wir haben 2018 geöffnet, sind ein asiatisches Restaurant, japanisch um genauer zu sein, sehr modern. Ich durfte mich hier kreativ frei ausleben, was das Barkonzept angeht. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Diesen Blick hier, Alter, da hat man so Hemmung. Ja, ganz entspannt, ne? Ja. Also so geht's. So geht's. Cheers. Auf 170 Meter hier in Champagner-Rosé zu schlürfen, da muss man aufpassen, dass man nicht abhebt. Aber wir sind ja bodenständig, deshalb geht's jetzt erstmal wieder runter. Ungefähr da hinten, man sieht es von hier. Mal schauen, was uns da erwartet. Auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Wird nett. Sehr schön. Wir sind hier jetzt im Steigenberger Parkhotel. Und hier beginnt dann die Kö, oder was? Genau, wir sind jetzt direkt auf der berühmten Königsallee. Ab hier startet die dann sozusagen runter. Von Louis zu Rolex und dann hier im Sommer schön zum Abkühlen eine La Grande Dame. Und genau. Dann sollten wir uns für nächsten Sommer auf jeden Fall mal auf die Bucketlist setzen. Tschüss. Tschüss. Und es gibt eben hier auch sehr hochkarätige Champagner, die man eben auch mal glasweise trinken kann. Wollte gerade sagen, ne? Wir steigern uns ja jetzt noch mal ordentlich in der Qualität. Auch das ist, glaube ich, sage ich mal, in der breiten Masse gar nicht so bekannt. Es gibt die Brand Veuve Clicquot. Ja. Dann gibt es eben noch La Grande Dame und das ist dann der noch mal der große Bruder von dem. Von dem normalen. Genau, also das ist hier jetzt auch wieder ein Vintage, der Jahrgang 2012. Und wie kam La Grande Dame zustande? Also in 1805 hat die 27-jährige Barbe Pensadeur Clicquot das Champagnerhaus übernommen. Also ihr Mann ist gestorben. Also Witwe Clicquot, Veuve ist ja der französische Name für Witwe. Und deshalb heißt es auch Veuve Clicquot, also Witwe Clicquot. Jetzt macht alles einen Sinn, ja. Und sie war eine sehr mutige Frau und sie hat drei bahnbrechende Erfindungen in der Champagne kreiert. Das war zum einen eben das Rütteln. 1810 gab es den ersten Jahrgangschampagner, also das war auch tatsächlich eine Erfindung. Krass. Und 1818 hat sie dann den ersten Rosé-Champagner. Also damals haben die Winzer sie die La Grande Dame der Champagne genannt. Als Hommage an sie wurde La Grande Dame kreiert, um wirklich ihre Stärke, ihre Kühnheit, ihren Mut darzustellen. Wir haben ja gesagt, wir haben drei Rebsorten in der Champagne. Von den dreien ist Pinot Noir die stärkste. Veuve Clicquot ist immer sehr Pinot Noir-lastig. Und hier ist das Ganze auf die Spitze getrieben worden. Wir haben hier 92% Pinot Noir. Also das ist wirklich ein Champagner, der ein sehr, sehr intensives Aroma dann natürlich auch hat. Und Fun Fact, 2011
wurde tatsächlich eine der teuersten Champagnerflaschen verkauft. Ja. Ja. Das war 30.000 Euro für 075. Das waren Flaschen, die in einem Schiffswrack gefunden wurden. Schlanke, was sind das? Ja. Ja, mindestens 5.000 Euro für ein Glas. Genau, das ist so. Also kann man mal machen. Die wurden in einem Schiffswrack gefunden und wurden dann wirklich auf Veuve Clicquot zurückgeführt. Die waren wirklich von 1840 datiert. Dann wurden diese Flaschen geöffnet und siehe da, es war eine exzellente Qualität, weil unten auf dem Meer durch einmal das Salzgehalt des Meeres, Dunkelheit, durch den Druck sind die einfach nochmal ganz anders gereift und hatten eine exzellente Qualität. Ja, jetzt wurde dann ein Projekt gestartet, das heißt Cellar in the Sea, also Keller im Meer. Da wurden dann wirklich Flaschen bewusst jetzt versenkt, die eben gerade auf dem Boden der Ostsee schlummern. Also falls da mal einer tauchen geht, einfach liegen lassen, die gehören dahin. Würdest du noch ein Schlückchen nehmen? Auch, ja, oder? Warum nicht? Komm. Komm. Heute ist Freitag, also ganz ehrlich, ja, 160 Euro für eine Flasche Champagner, es braucht kein Mensch, aber es ist halt schon verdammt geil. Es ist halt was Besonderes nach wie vor. Ne? Champagner ist eine Emotion. Ja. Es macht einen Moment zu was Besonderem und sag mal, die ältere Generation hat vielleicht Champagner getrunken. Ja, zu besonderen Anlässen, Silvester, Geburtstagen, Jubiläen. Und die jüngere Generation zelebrieren Konsummomente anders. Wir leben im Hier und Jetzt. Dieses wirklich sich was Besonderes, einen besonderen Moment, sich vielleicht auch zu belohnen selber. Das ist schon was jetzt eher sich wirklich verändert hat über die Jahre. Und das finde ich irgendwie das Faszinierende, muss ich auch wirklich sagen. Mhm. Weil Champagner, es ist die Emotion, aber es ist natürlich auch die Qualität, es ist beides. Ja. Champagner ist so ein bisschen mehr mit einem Augenzwinkern und es ist wirklich so dieses, das Leben feiern, glaube ich, oder diese Momente zu genießen. Ist super spannend. Wie sich sowas halt dann eben auch entwickelt. Das ist ja auch das, was es eben so besonders macht. Und, so, Noah. So. Komm, jetzt ist aber mal gut mit Arbeiten hier. Jetzt kommst du mal, jetzt stoßen wir nochmal gemeinsam an. Schön. Cheers. Auf der Kühe, auf euch. Ja, bei einem Besuch in Düsseldorf darf die berühmte Königsallee natürlich nicht fehlen. Nein, Tiffany's, Louis Vuitton. Ich weiß nicht, ob du es riechst. Das riecht eigentlich schon wieder nach dem nächsten Champagner, oder? Ich glaube auch. Also das riecht jetzt hier nicht nur Champagner, sondern das ist jetzt hier natürlich auch Grand Hotel par excellence. Im, wo sind wir? Breidenbacher Hof in Düsseldorf. So. Perfekt. Was für ein Tag, Leute. Wenn ich das nicht gefilmt hätte, würde es mir, glaube ich, keiner glauben. Jetzt ist es Zeit, ein bisschen runterzukommen. Das ganze Stilecht natürlich im Breidenbacher Hof Grand Hotel mit einem Fläschchen Dom Perignon. Der wird in Clubs. Auf diesen wundervollen Tag. Cheers. Ich meine, man muss sich das mal vor Augen führen. Jetzt sitzt man hier am Freitagabend. Das ist unser Job, sage ich mal. Ja. Was ich das Verrückte finde, den Dom Perignon, den findest du ja in Clubs, in Bars und dann aber auch, sage ich mal, in diesem ultra gehobenen Ambiente. Ja, das ist tatsächlich auch, ich glaube, ein bisschen das, was die Marke eben auch so faszinierend macht, weil es eben ein Mysterium gibt um Dom Perignon. Also er kann sowohl in einem sehr gehobenen Setting getrunken werden, aber wird eben auch wirklich für besondere Momente, wo einfach das Leben auch zelebriert wird. Warum ist das so? Weil einfach Dom Perignon wirklich auch über die Jahre die absolute oberste Qualität sichergestellt hat. Ich dachte, es wird jetzt ein bisschen ruhiger, aber die Ereignisse überschlagen sich heute an diesem Tag. Jetzt kriegen wir wohl irgendwie nochmal so ein Private Dining Room gezeigt. Wenn sich allein das hier mal anguckt. Ja, ich auch. Getrüst. Egal, wo man hinschaut, das ist schon wild. Deine Kochveranstaltungen. Den Gästen. Was ist Mick Jagger? Und dann zweimal Mick Jagger. Und ja. Guns N' Roses. No Panic on the Titanic, oder? Genau. Ist das, ne? Ja, genau. Ja. Geil. Ja. Cheers. Ich sag euch, wie es ist. So stelle ich mir eigentlich mal so in 10, 15, 20 Jahren mein Wohnzimmer vor, meine Küche. Mit der Art von Weinkühlschrank hier und den leeren Flaschen, die da oben stehen. Vielen, vielen Dank. So, jetzt aber wirklich, jetzt wird mal die Kamera ausgemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es wurden auf jeden Fall keine Kosten und Mühen gescheut heute. Anki, auf keinen Fall. Nochmal, vielen, vielen Dank. Gerne. Cheers. Hat mich sehr gefreut, mit euch den Tag zu verbringen. Mich auch. Ja. Ciao, ciao. Ciao.